Welcome back, Ladies and Gentlemen, ich bin's euer Psycho und ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir finden uns in The Monologist und ich hatte einfach nochmal Bock drauf, und zwar auf das Kurosawa-Haus. Ich habe auch wieder mein Fudo dabei für den Fall der Fälle, dass der Geist ein bisschen inaktiver ist. Vielleicht können wir es dann zünden, aber erstmal Standard-Equipment nehmen und schauen, wie heißt der Geist. Na, so ein bisschen Respekt muss sein vor dem Geist. Dorothy Vaughn. Und ganz ehrlich, wenn wir zum Austreiben kommen, werden wir sie verbrennen. Da wüsste ich schon gerne, zumindest wie sie hieß, bevor wir sie verbrannt haben. So, Abmarsch ins Häuschen, let's go. Und ich wünsche euch einen schönen Samstag. Ich hoffe, ihr habt den Tag gut überstanden. Habt euren Kater gut ausgeschlafen. Ich hoffe, ich habe meinen auch gut ausgeschlafen. Und jetzt habe ich Bock auf Monologist. Bisschen Geisterschnitzeln, das muss auch mal sein. Gibt's ja noch nicht zu Genüge auf meinem Kanal. Aber Ladies and Gentlemen, gerne auf das i klicken. Dort findet ihr auch die anderen Projekte bzw. die letzten Videos zu jedem Projekt. Schaut da gerne vorbei. Lohnt sich. Sind coole Projekte gerade am Start. Bis jetzt habe ich noch gar nicht. Noch keinen EMF-Ausschlag. Weil ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon mal irgendwas gebracht hat, weil ich mit dem EMF rumlaufe. Also sprich, bevor ich dann das Thermometer in die Hand nehme. Okay, okay, okay. Dieses Event hier in diesem Raum bleibt im Hinterkopf. Ja, jetzt klang es aber auch langsam. Alter Vater. So, wir machen hier kurz Licht an. Klingt ja, glaube ich, nichts hier mit dem Licht anmachen und temperieren, aber... Wir machen es trotzdem, ist einfach Gewohnheit. Ich würde sagen, es hat sich temperiert. Und jetzt ab in die Küche. Und da schauen wir direkt, ob das jetzt einfach nur so Standard-Event-Sound war. Jabrett, alles Klärchen. Oder ob hier Geisterraum ist. Temperatur ist der Meinung eher weniger. Ja, wobei, eher weniger trifft es ganz gut, denn jetzt ist es weniger als 20 Grad. Wir warten jetzt einfach mal kurz hier. Mit etwas Glück sollten wir vielleicht irgendein Geräusch hören. Und noch einen Jumpscare bekommen. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Also entweder das hat sich nicht temperiert oder... Ja, es geht die ganze Zeit so ein bisschen über 20, ein bisschen unter 20. Aber Richtung 15 Grad geht es noch nicht. Dann gehe ich erstmal nochmal durchs Häuschen. Ja, das sind diese Standardschwankungen. Oho, oho, aha. Mhm. Okay, okay, okay. Wir haben einen Badezimmergeist. Zum ersten Mal... In meinem Leben wollte ich gerade sagen, aber es trifft sich ganz. Aber hier zum ersten Mal im Kurosawa-Haus. Das trifft es auf jeden Fall. Coolio, Badezimmergeist hatte ich noch nicht. Ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Und da werde ich auf jeden Fall mal Fulu zünden. Das kann ich jetzt eigentlich gleich sogar schon fast mitnehmen. Und dann hoffe ich, dass wir einen aktiven Geist haben werden. Und weil ganz ehrlich, jetzt bin ich noch ein bisschen nervös. Aber es kann ja auch sein, dass es so ein bisschen Zeit braucht zum Wirken. Deswegen nehme ich jetzt mein Fulu mit und... Ein Kruzifix. Für den Fall der Fälle. Und ich bin gespannt. Bin gespannt. Hulu, auf geht's. Ich hatte ja nachgeschaut und da stand irgendwas mit Geisterinteraktionsrate wird erhöht. Also theoretisch hätte sich was tun sollen beim letzten Mal. Und ich weiß auch nicht, wieso wir das Hulu immer nur nutzen, wenn wir hier sind. Genau. So. Packe das ab. Der komplette Raum hier wird geräuchert. Munter Bärchen, und kann ich das eigentlich wegwerfen? Und das ja, das geht von alleine weiter. Munter Bärchen, Coolio, fühle dich auf jeden Fall ein wenig aggressiver dadurch, ne, Monsieur? Aber nicht übertreiben, gell? So, nochmal kurz in die Hand genommen, damit es mir noch schön die Finger verbrutzelt. Und hoffen jetzt einfach mal, dass es wirklich was bringt. Also ein bisschen aktiveren Geist hätte ich nichts dagegen. So, im nächsten Run, wir schauen uns mal, wie die Sanity aussieht, wenn sie schon weit genug gedroppt ist. Sanity Pain nehmen, ansonsten kommen wir mit der Erfahrung, glaube ich. Ja, dass wir mal wirklich den zweiten Run, als zweiten Run machen. Meine Sanity, ja, das passt eigentlich noch. Wir haben ja schon Crucifix drin. Wir nehmen den Run. Ich sollte echt mal angewöhnen, auf mich zu hören. Ich habe früher ganz gerne mal Tipps und Tricks Videos zu Phasma hochgeladen. Und ich war der Einzige, der nicht auf mich gehört hat. Also gut, vielleicht gibt es auch noch andere, aber ne, wenn du halt irgendwas sagst und hörst selber nicht auf dich. Es gab auch immer diesen Moment, wo ich mir dachte, ja, ich weiß, sollte jetzt gehen.
nochmal ins Haus tot. Das war so gang und gäbe damals. Oho, das Licht ging aus. Das Licht ging aus, wir gehen nach Hause und ich habe eine Fingerlappe im Van. Das ist doch typisch. Das ist typisch. Ich krieg einen Anfall. Ich krieg einen Anfall. Jetzt kann ich nicht nach Finger drücken, schau mal. Ich hasse mich gerade in diesem Moment. Was gut ist, wir müssen ja auch noch die Cam mit reinbringen. Somit kann ich das jetzt machen. Und dann haben wir praktisch unsere Runs wieder. Ich könnte ausrasten. Wenn die jetzt keine Fingerdrücke nicht hatte, sind später sehe ich welche, dann beiße ich mir einen Arsch. Oder ich frage einen von euch, ob er das möchte, denn so gelenkig bin ich dann doch nicht. Aber jetzt schauen wir erstmal. Zumindest schon mal ein Licht ausgemacht, also der Aktivitätsreiter ist gesteigert. Von gar nichts zu ein Licht ging aus. Wir gehen nach Haus. So, das packen wir ungefähr hier und ich würde sagen, die steht da ganz gut. Ja, wobei bin ich ganz überzeugt. Oh, das Licht ging aus. Wenn wir jetzt Fingis haben. Nein, keine Fingis. Ich wiederhole, keine Fingis. Da war ein Gegenstand. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Auch noch in der Badewanne. Was auch immer da getrieben wird, ich würde gerne mitmachen. So. Ja, ja, ja. EMF 5. An der Badewanne. Irgendwas ist da passiert. Ich weiß nicht, was es ist. Oder was passiert ist. Ich will es auch vielleicht gar nicht wissen. Das werden wir nie herausfinden. Aber EMF 5 haben wir schon mal und Figis sind raus. Na, zweimal kontrolliert. Oder eineinhalb mal kontrolliert. Und eineinhalb mal keine Fingerabdrücke. Ja, es ist schon ein bisschen aktiv. Also, ne? Jetzt ist die große Preisfrage. Sollen wir erstmal jetzt hier schauen? Oder sollen wir erstmal noch den letzten Run holen? Ich würde sagen, wir holen erstmal noch den letzten Run. Dann einmal Sally die Pillen. Prost Mahlzeit. Da wurde ein Gegenstand bewegt. Hier die Vase. Bewegt dich zurück. Oder wurde die da... Also, hat sie sich zurückbewegt dahin? Oder jetzt bin ich verwirrt. Keine Ahnung, mir egal. Letzter Run. Und vielleicht haben wir wirklich Glück, dass wir durch das Fulu jetzt so eine Aktivitätsrate haben, dass er uns Event gibt und zeigt, was er drauf hat da drin. Es wäre so cool, wenn dann irgendwie so Wasser aus der Toilette schießt oder aus der Badewanne. Oder blutige Badewanne auf einmal mit einer Leiche darin. Und das jetzt. Da haben wir Geister erkollert. Also, na, jetzt ist vielleicht klar, was er in der Badewanne gemacht hat. Oder in dem Fall... Ist es ein Er oder eine Sie? Ich habe keine Ahnung. Ecto. Hä? These are just the beginning. Finde ich auch, hat mich gefreut. Also wir brauchen eine ESG. Und ich werde jetzt hier drin bleiben, denn... Ja, kein Licht mehr. Das EMF tritt richtig an. Okay, wir warten jetzt. Und jetzt steigen wir das Ganze nochmal. Manifest? Was? Manifest. Show yourself. Manifest and show yourself, Kollege. Show yourself and manifest. Oh mein Gott, jetzt habe ich mein Kruzifix erschreckt. Manifest and show yourself. Come on. Come on, Buddy. Du bist es doch auch. Ich weiß es. Sag mal, hast du gerade da hinten die Tür bewegt? Manifest and show yourself, Kollege. Bist du noch hier? Ja. Manifest. Show yourself. Manifest and show yourself. Come on. Oder ein Kruzifix raus. Okay. Manifest and show yourself. Come on. This is just the beginning. Du mich auch. Manifest. Show yourself. Come on. Come on, move it, move it. Vielleicht haben wir doch Fingis und wir haben einen Geist, dass das Gespenst zum Beispiel keine Fingis hinterlassen muss. Warte mal. Wait. Nein! Da waren Kinder! Ich hab's nicht gesehen, weil ich in meinem Menü festigen. Ich habe F1 gedrückt. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts hier umgestellt. Ach man, da waren gruselige kleine Kinder und. Das war jetzt nicht die schönste Lady, aber das ist die. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Yuri.
Einen Yuray. Oh mein Gott, ich dachte mir gerade, was kommt da angeflogen? Alter. Ich dachte irgendwie jetzt gerade so ein Event und da kommt was angerauscht. Himmel, Herrgott, ich sollte mir vorher anschauen, was wir für Nebenquests haben, damit ich Bescheid weiß. Oder was wir an Nebenquests haben. Hey! Oh, aber das sieht man jetzt schön. Obwohl das Licht putt ist. Oh, wie es rumfliegt, aber dann hat es keinen Schwanz. So, was brauchen wir? Gemälde, Geisterkugeln, ach, was du nicht sagst. Da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Danke für diese Info. Oh, Thermometer haben wir gerettet. Ja, wir lassen hier kein Thermometer zurück. Nom nom nom. 90? 90. Ich nehme noch einmal mit, das können wir dann zwischenzeitlich dann mal nehmen. Gut ist, wir müssen nur die Katana sammeln. Das ist eigentlich richtig geil gerade. Also so, ich meine Gegenstände, die wir ins Inventar packen müssen. So, du bist straight. Schau mal, Katana. Nö. Geisterkugel, komm her. Oh, das war fies. Das war angetäuscht. Okay, ich warte. Warte hier doch nicht. So, die droppen jetzt einfach mal hier. Schön vor dem Geisterraum, dass wir niedrige Sanity haben. Dass wir dann ab in den Geisterraum müssen. Oh, das sieht schon irgendwie cool aus, wie die hier so rumfliegen. Dieser leichte Rauch hier sieht echt hell cool aus. Jetzt habe ich meine Sanity Pin wieder genommen. Hey, 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 hey. Na, kommt raus. Hey, hey, hey. Bam, Junge. Ich werde immer besser darin. Ich werde immer besser und mit den Kampfschreien funktioniert es gleich doppelt so gut. So, erstes Katana. Was haben wir da? Die Eule. Okay. Dann rasieren wir jetzt eine Eule gegen den Strich. Und hab ich das... Achso, ich habe das Licht ja damals, glaube ich, damals vorhin angemacht. Hier ist nochmal das Ouija-Brett. Da haben wir das nächste Katana. Perfekt. Und wir wissen zumindest schon mal, dass Skelett-Heini great ist. Hier ist nichts. Nö. Wenn wir uns auch gleich die hübschen Augen anschauen. Okay, sie ist upside down. Jetzt gleich ein Bärchen, da fehlt nur noch Häschen. Und dann sollte es eigentlich ganz geschmiert laufen. Und, oh, dieses Kinder-Event, ich jetzt... Oh, es ärgert mich jetzt, dass ich in meinem Menü war. Und F1 die ganze Zeit gespammt habe, wie ein verrückter Afghane. Der ist auch straight, also Schädel. Und der alte Mann straight. Und die Lady upside down. Wo bist du? Du bist auch straight. Dreimal straight, einmal upside down. Alles gleiche. Und hier mit das letzte Katana. Und ganz ehrlich, weil bis jetzt so wenig los war. What time is it? Es ist so cool. Es ist einfach so cool. Man gewöhnt sich irgendwie nicht daran. Ich gehe jetzt noch mal kurz in den Geisterraum, um einfach mal zu schauen, was so abgeht. Kollege, ich habe hier dein Katana. Willst du ausrasten? Willst du es mir wegnehmen? Willst du mir ein Event geben? Hallo? Hallo? Aber ich war noch nie hier in dieser Ecke. Es ist irgendwie genauso wie erwartet. No, you won't. I will kill you. Okay, das hat mir nicht gefallen. Ich glaube, der war jetzt ein bisschen aggro. Er wollte mich bedrohen und dann auf einmal kommt die Gegenwehr. Ja, tut mir leid. Tut mir leid. So, Häschen. Boah. Hallöchen, ich bin der Neue. Ich war schon 17 Mal da. Könnte. Ja, wobei 17 Mal noch nicht. So, du bist straight und du bist upside down. Und das ist überhaupt nicht laut. Nein. Ich nehme jetzt dann auch gleich meine Sanity Pin, denn ich bin jetzt doch schon wieder in der Zeit hier drin. Und nicht, dass es mir wieder passiert, dass ich gejagt werde und dann bin ich tot, weil es ein Doppeljagd ist. Ein Ei habe ich. Also, in dem Fall hätte ich 3. Hier ist alles fresh. Was macht er da drin? Wieso hast du die Tür zugemacht, Kollege? Hattest du eine Sitzung und hast die Tür zugemacht, damit sich rausstehen? Okay. Na gut. Da muss man halt sagen, da gibt es keine Lüftungen hier. Das ist nämlich nicht doof.
würde ich auch die Tür zu machen. Wobei, dann kann es ja gar nicht raus. Dadurch, dass hier offen ist, würde ich doch eher die Tür aufmachen, damit es ausmüffeln kann. Aber gut, jeder hat seine Macken. Ich würde sagen, jetzt verbrennen wir ihn erstmal. Er hat ja jetzt gerade noch sein Geschäft erledigt. Vielleicht hat er auch vorher was gegessen, das weiß ich nicht, aber... Der Pech kommt. Also das ist keine Henkers Mahlzeit, sondern ein Henkers Schiss gewesen. Okay. Tschüss. Das ist aber so psycho. Und nicht auf die gute Art und Weise. Ich schau mir das auch gar nicht an, ganz ehrlich. Wenn ihr sehen wollt, wie Leute verbrennen, spielt das Spiel selber. Ich bin da jetzt, ne? Allein diese Schreie. Wahnsinn. Also, Horrorfaktor ist gegeben. Aber das auf jeden Fall. So, und light the candle. Das ist so schön. Hey, die eine war nicht an. Die eine war nicht an. Eine war nicht an. Das finde ich jetzt irgendwie unschön. So, alles fresh. Wunderbärchen, das ging geschmeidig. Und wir hatten einen neuen Geisterraum, ein neues Event. Let's go. Schauen wir mal, ob wir richtig lagen. Ich denke schon. Jawohl, es war ein Yuri und das war eigentlich eine geile Auswahl. Wenn man die zwei Beweise hat, könntest du noch zwei Geister sein. Das ist perfekt. Ein wunderschöner Yuri, 5100, 135 Dollar. Ich bin happy. Level 95 bin ich auch geboren. Sehr, sehr cool. Ladies and Gentlemen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin, noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao, ciao.